In Flensburg kann ich mich dann wieder erinnern, dass wir in ein Lager gekommen sind. Und das war irgendwie ein großer Saal gewesen. Und da war Stroh, oder ich glaube, es war Stroh. Da war Stroh aufgeschüttet und da lagen wir also wirklich wie die Heringe nebeneinander. Da ist dann auch in diesem Lager ist dann auch Ruhr ausgebrochen. Wir hatten die Kinder, ja, wir hatten alle die Ruhr, bis auf meine Mutter. Denn meine Mutter, die hatte sich denn da gleich beim Roten Kreuz gemeldet und hat sich zur Verfügung gestellt, dass sie mithilft, ne? Und die Folge davon war, dass wir dann auch in ein Zimmer kamen, wo so Etagenbetten drin waren. Und wir dann einzeln je in einem Bett gelegen haben. Das war Luxus gewesen, ne? Und ich hatte unten geschlafen, gegenüber war meine Oma, in dem Bett da drüber schlief meine Mutter. Und ich glaube, mein Bruder war wohl bei meiner Mutter und über mir war dann meine Großtante. Und neben mir, da war noch mal eine Bettreihe und da lag ein fremder Junge, daran kann ich mich auch noch erinnern. Der rollte auf diesen frisch gestopften Strohsäcken, der rollte immer zu mir ins Bett rein und das gefiel mir überhaupt nicht. Daran kann ich mich noch erinnern. Dann kann ich mich erinnern, als wir dann durch waren mit der Ruhr. Dann wurde meine Mutter krank und die wurde sehr krank. Da weiß ich noch, also, dass wir, also ich sehe sie immer noch da oben, sie lag oben und ich sehe sie immer noch da oben liegen. Aber irgendwie war sie für uns nicht da. Und dann später hat meine Mutter mir dann erzählt, dass sie einen Traum gehabt hat. Und in diesem Traum war der verstorbene Großvater ihr erschienen, der also auf der Flucht gestorben war. Und hat zu ihr gesagt, meine Mutter hieß Hella, Hella, es ist noch nicht Zeit.